Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angies Wollplaudereien. Heute habe ich für euch was Fertiges, was in Arbeit, nichts Gesponnenes, was Gekauftes, was Bekommenes, ein Ratespielchen. Jo, ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Also, erst einmal möchte ich euch nochmal den gestrigen Tag schildern. Ich habe ein kurzes Video gestern aufgenommen, weil ich ein Überraschungspaket bekommen habe von Trine Biene 83. Und ich bin immer noch ein bisschen in einem Schockzustand, in einem euphorischen, ja, Schockzustand. Und zwar war das so. Also ich war gestern ja mit meinem Jüngsten am Vormittag unterwegs. Er hatte Termine wegen seiner Zukunft. Das eine war ein Eignungstest, den er machen musste. Und danach sind wir dann noch gefahren, in einer Schule anmelden, wo wir noch nicht wissen, ob er den Platz bekommt. Aber ja, auf jeden Fall haben wir das Ganze öffentlich erledigt. Also ich habe ihn mal dorthin gebracht, zu dem Eignungstest. Und das ist mitten in der City in Wien. Und da mögen jetzt einige lächeln. Und ich wurde ja auch hier zu Hause belächelt, weil ich meinen Sohn da nicht alleine hinfahren habe lassen, sondern ihn dort im richtigen Gebäude, im richtigen Stockwerk vor der richtigen Türe abgegeben habe. Und für alle, die da jetzt lächeln, ich war nicht die einzige Mama, die ihr Kind gestern dort abgegeben hat. Es ist, ich weiß, ja, ich habe halt die Zeit und er ist erst 14 und jo. Da wir am Stadtrand wohnen, ist auch die Innenstadt für ihn jetzt nicht so vertraut. Also und zu spät kommen wäre ja ein absolutes No-Go gewesen zu dem Eignungstest. Also auf Nummer sicher habe ich ihn begleitet. Das Ganze hat dann so ungefähr eine Stunde gedauert, also hatte ich Zeit und ich bin dann ein bisschen spazieren gegangen. Ich komme ja auch selten in die City und ich habe es auch ein bisschen genossen, muss ich gestehen. Ein bisschen. Man ist halt trotzdem angespannt, weil das Kind sitzt ja dabei bei so einem Test. Und man ist dann Gedanken halt doch eher beim Kind, aber ich bin dann trotzdem also ein Stückchen spazieren gegangen, habe mir die Geschäfte dort angeschaut. Es ist ja ganz witzig, weil jo, die Geschäfte halt, die Zentralen in Wien anders sind als das, was wir hier draußen haben. Also habe ich da ein bisschen was zum Schauen gehabt, habe dann auch ein ganz herziges kleines Geschäft gefunden, wo ich was gekauft habe. Das zeige ich euch dann später. Ja, und dann bin ich wieder zurückgewandert. Und dann war er eigentlich eh schon fast fertig. Und danach sind wir eben zur Schule gefahren. Dort mussten wir die Anmeldung ja, vervollständigen. Also ich hatte ihn ja schon vorangemeldet dort und gestern haben wir halt den restlichen Papierkram dort abgegeben. Jo, und dann wurde es sehr abenteuerlich. Also abgesehen davon, dass es vorher ziemlich kalt war, wurde es dann ziemlich warm, frühlingshaft warm, also alles, was ich so angehabt habe, war eh schon zu viel. Und dann haben wir die Busstation nicht gefunden. Also nicht ums Verrecken haben wir diese Bushaltestelle gefunden. Jeder bewaffnet mit Handy und App, zwei verschiedene Apps, die uns die Haltestelle zwar angezeigt haben, aber dort war keine. Dann haben wir beschlossen, okay, dann gehen wir zu Fuß zur nächsten, weil die App hat uns ja auch die nächste angezeigt. Netterweise die Richtung und alles, wie wir gehen müssen, sind wir zur nächsten gegangen. Dort war aber auch keine. Also es war sehr spannend. Das Einzige, was wir gefunden haben, war eine Bushaltestelle für einen anderen Bus, der uns dann auch zu einer anderen U-Bahn-Linie gebracht hat, zu der wir eigentlich ursprünglich wollten. Also wir sind ziemlich mit der Kirche ums Kreuz, ziemlich viel gelatscht. Bei warmem Wetter mit zu viel an und dann war es auch schon um die Mittagszeit, also wir hatten dann auch schon Hunger, beide. Und haben irgendwie beschlossen, ja, wir kaufen uns da jetzt irgendwo was oder auch nicht, dann gab es nichts, was uns angehupft hätte und vor der U-Bahn-Station war dann so ein kleiner Markt. Da haben wir uns dann aber auch nur kurz angeschaut, weil wir schon so erledigt waren und haben gesagt, ne, egal, wir fahren jetzt heim. Wir fahren jetzt einfach heim und essen daheim was. Ja, das haben wir dann gemacht. So, und dann kam ich heim. Ziemlich erledigt, schon mit dem Gedanken, ach, ich lege mich jetzt gleich einmal auf die Couch, Beine hoch und aus, und dann sehe ich dieses Packerl. Jo,
Und was da drinnen war, habe ich euch ja im Video gezeigt, im Extra-Video, könnt ihr euch ansehen. Ich zeige euch aber dann auch noch hier. Und ja, also das hat mich dann wieder so aufgeputscht, dass ich die Couch nicht mehr gebraucht habe. Also ich war dann so aufgedreht und ich habe mich so gefreut über das, ja, kann das überhaupt niemandem sagen. Also danke nochmal. Danke an Trine Biene. Ich bin ein bisschen sprachlos. Also das ist ein Wahnsinn. Jetzt habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Ich bin fix und fertig, ja. Also so Wahnsinn. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Okay? Gut. So viel zu dem Thema. Heute zeige ich euch zuerst, was ich in Arbeit habe. Wegen dem Ratespielchen, weil das Fertige hat ein bisschen was mit dem Ratespielchen zu tun und ich will euch ein bisschen hinhalten damit. Also, was habe ich in Arbeit? Meine Restesocken, Overknees, sind gewachsen, aber noch nicht fertig. Eigentlich hätten sie gestern fertig werden sollen, weil die Veranstaltung auf Facebook für diese Wir stricken eine Restesocke hat gestern geendet. Ja, ich stricke ja auch Overknees, ne? Das dauert ja ein bisschen länger. So, nach welcher Methode ich das stricke, habe ich euch in der letzten Folge schon erklärt und auch das Video dazu verlinkt. Also erkläre ich es jetzt nicht nochmal. Ich nehme einfach nur Reste, die ich dann zu zwei so Knäuelchen wickel, die einigermaßen gleich schwer sind. Einigermaßen. Und die verstricke ich dann immer. Also ich stricke immer zwei Nadeln ab pro Knäuel. Zwei Nadeln mit dem einen Knäuel, zwei Nadeln abstricken mit dem anderen Knäuel. Ich bin jetzt unterm Knie damit, also ein bisschen was muss noch. Und ich glaube, das Bündchen werde ich dann wieder einfärbig machen und vermutlich schwarz oder ich muss erst kramen bei meinen Resten, was sich dann für das Bündchen ausgeht für beide. Und ich stricke die ja zeitgleich, damit ich da nicht durcheinander komme mit meinen Resten. So, und beim zweiten bin ich schon ein Stück weiter. Dann muss ich jetzt wieder dann also neuen Rest anfangen, da habe ich nur ein Knäuel jetzt hängen, das andere ist aus. Und ja, da gab es eine Zuseherfrage dazu, aber auch zu der komme ich später, das mache ich dann in einem Rutsch, weil die Frage dauert ein bisschen länger. Und dann habe ich angefangen, einen Loop, den ich ja in Auftrag habe, aus der Wicklung in grün-orange, passend zu dem Sock Head, den ich schon gestrickt habe und der mich verlassen hat, möchte diejenige jetzt noch einen Loop und ich habe echt nur angefangen, also gerade mal nur angefangen und wer jetzt richtig kombiniert, nachdem meine Olivenholznadeln jetzt da drauf hängen, muss das Ding, muss das Ding, mit dem ich die Nadeln verwendet habe, fertig sein. Ne? So, jetzt habe ich es rausgebracht. War noch immer kein richtiger deutscher Satz, aber egal. Ja, und den mache ich zwei rechts, zwei links. Mal, also habe ich begonnen. Und jetzt mache ich weiter mit zwei rechts, zwei links, eine Runde und eine Runde rechts. Das ist so wie das Zwischenstück vom Loop Schneewittchen. Also ich halte mich hier an keine Anleitung, ich stricke das einfach so, habe ich beschlossen. Weil irgendein Muster bei der Färbung eh nicht rauskommt, das wird man eh nicht sehen. Und gar kein Muster wäre mir zu fad. Also mache ich ein bisschen was, ein bisschen ein Muster hinein. So, dann habe ich auf den Nadeln den Rock. Den Rock, den wir ja gemeinsam stricken, oder einige von euch jetzt mit mir gemeinsam stricken. Und auch da habe ich ein Video dazu gemacht, das findet ihr auf Ravelry.
Nur auf Revelry erstmal, weil das ist die Rohfassung von dem Video. Es wird sich zwar nicht mehr viel ändern, ja, das Ende. Das Ende kommt dann irgendwann noch dazu, wenn ich das Ende filmen kann, was noch dauern wird. Und dann lade ich das als normales öffentliches Video hoch. Aber dabei gibt es das nur über den Link, eben in der Rohfassung. Und das findet man auf Revelry in meiner Gruppe, in dem Thread, wir stricken einen Rock. Weil diese Drops-Anleitung haben sie ja in sich. Und also den ersten Keil habe ich, glaube ich, fünfmal aufgenommen, das Video. Und auch ebenso oft habe ich das auch wieder aufgetrennt und von vorne angefangen, weil ich irgendwie ja, die Anleitung nicht genau gelesen habe und dann mir schon gedacht habe, das ist komisch und habe ich aufgetrennt. Musste ich natürlich ein neues Video dann machen wieder, habe dann aber auch wieder, ich weiß nicht, ich habe immer wieder irgendwo einen Fehler reingehauen, habe dann müssen wieder abbrechen, habe natürlich müssen wieder zurück das auftrennen, weil wegen dem Video. Kann ja nicht mittendrin von dem Keil dann sagen, so habe ich schon angefangen, Edgy Badge. Ja, das war etwas mühsam, das hat etwas Zeit gekostet. Und ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig weit. Also ich habe zwei Keile und bin jetzt wieder bei den ja, Mustersatz da. Das heißt ja nur Muster in der Anleitung, wo man einfach abwechselnd mit den beiden Farben strickt. Und ja, also das ist oben. Das wird oben der Bund von dem Ding und das ist eben unten. Und unten wird es eben ein bisschen weiter. Also es wird so ein A. Linienförmiger Rock. Und ich stricke das ja aus der Originalwolle, also als Drops, in einmal bunt und einmal eher gedeckteren Farben. So wie das ja einige von euch auch beschlossen haben zu machen. Und was ich noch mache, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ich muss es ehrlich gestehen. In der Anleitung steht ja mal strikt dann immer das Muster. Einmal drei, also in meiner, für meine Größe jetzt. Einmal 30 rein, einmal 26 rein, dann wieder 30 rein, dann wieder 26 und ich habe mir gedacht, nee. Ich stricke das jedes Mal über 30 rein und aus. Weil mir ist das zu blöd, dieses Hin und Her und ich sehe es auch nicht ein. Wozu? Und dann habe ich mir gedacht, jo, wenn ich das so mache, wie es in der Anleitung steht, dann ende ich mit, ja, ich habe ja begonnen mit 30 und es endet auch mit 30. Sonst ist es abwechselnd. Da stoßen dann zweimal die, also ich weiß nicht, macht für mich jetzt keinen Sinn. Und auch von der Breite her, ich glaube, ich komme dann oben beim Bund. Ja, ich komme dann oben beim Bund wahrscheinlich nicht hin, wenn ich eben nicht immer die 30 mache. Außerdem kann ich das dann so oft wiederholen, wie ich will, bis ich um mich rum bin und fertig. Mit dem Abwechseln, das ist mir zu blöd. Mir ist das zu blöd. Mache ich nicht. So, also das ist der Late Summer Night Stream von Drops. Den gibt es auf Deutsch und auf Englisch, die Anleitung. Und die Anleitung ist halt ja, so eine typische Drops-Anleitung, da muss man sich echt einmal einlesen. Da muss man sich jedes Mal in diese Anleitungen komplett einlesen und man muss wirklich erstmal, was ich nicht gemacht habe, also man sollte erstmal alles lesen und vielleicht geht einem dann ein Licht auf oder man probiert es halt einfach aus und trennt es dann wieder auf, wenn man merkt, das war jetzt ein Blödsinn. So. Dann habe ich was Neues begonnen. Ich muss da jetzt nur das Knäuelchen hier irgendwie schmeiße ich darüber. Ein Top. Ein Top. Wo ist mein Dings da? Und das stricke ich aus der Cotonara von Junghanswolle. Das ist diese hier. Und die hat 50 Gramm und 75 Meter. Also ist für meine Verhältnisse eine eher dicke Wolle. Ist auch für Nadeln für Größe 4 bis 5. Ich stricke das jetzt mit eigentlich mit 4,5er Nadeln. Im Moment allerdings mit 4er Nadeln. Warum sage ich euch jetzt gleich. So, und das ist es.
Das wird so ein. Ich weiß noch nicht, wie lang die Ärmel werden will. Die Farbe mag die Kamera nicht. Es ist etwas greller noch. Es ist heller und greller, dieses Gelb. Und ja. Was wollte ich jetzt sagen? Wegen den Nadeln, ne? Ja. Ich glaube. Also ich habe es begonnen mit, ich weiß nicht warum, laut Anleitung fängt man das mit den kleineren Nadeln an. Oben mit einem provisorischen Anschlag, ne, will ich natürlich nicht, ich habe wieder meinen Schlingenanschlag gemacht. Dann habe ich das Seil hier oben drin hängen lassen und einmal angefangen. Also ich habe gestrickt diese Raglan-Dinger und das Muster dazwischen. Dann alles mit 4,5. Und bis ich die Ärmel stillgelegt hatte, dann hatte ich eben drei so, weil da habe ich auch nur die Seile drinnen. Und dann hatte ich eben da ein Seil und da ein Seil und da oben ein Seil. Und was Zwill ist Zwill, also habe ich den Kragen jetzt einmal gemacht, damit ich da nicht so viel Gewurschtel rumhängen habe. Und der Kragen ist ein I-Cord und der gefällt mir eigentlich ganz gut. So. Und der kommt auch in der dicken Wolle ganz gut. Also finde ich, macht sich ganz gut. Und damit habe ich jetzt auch ein Seil weniger hier rumbaumeln, was sehr angenehm ist. Dann ist es so, dass man ab einer gewissen Zeit, ich glaube, es ist eh eine gratis, weiß ich nicht. Also die Anleitung heißt Pink Onyx und gibt es auf Ravelry. Entweder ist sie eh gratis oder ich habe bei so einer Aktion die mir runtergeladen, bis sie frei war. Weiß ich jetzt nicht. Ja, und dann kommt ab einer gewissen Zentimeterabzahl, ab dem Unterarm, dieses Waist Shaping, ja? Also Abnahmen. Und ich hatte keine Lust auf Abnahmen. Also habe ich gewechselt auf eine halbe Nadelgröße kleiner und stricke den Teil, wo jetzt die Abnahmen sein sollten, mit Vierernadeln. Und wenn dann die Zunahmen kommen, stricke ich wieder mit 4,5er Nadeln und da sparen wir dieses ganze Rundengezähle, weil ich glaube, jede sechste Reihe oder so soll man dann abnehmen und dann wieder zunehmen. Und ich habe keine Lust auf das. Ich möchte es einfach jetzt gerade runterstricken, jetzt wo ich bei dem gerade runterstrickteil bin und aus. Und dann werde ich schauen, es kriegt so Hüftlänge und dann Hüftlänge, na, wo der Hosenbund halt ist. Und dann werde ich schauen, wie viel Wolle noch über ist für die Ärmel, je nachdem. Das wird dann die Ärmellänge bestimmen. Die Anleitung selber hat kurze Ärmel, gibt aber auch die Variante mit langen Ärmeln. Also, ich lasse mich überraschen. Wenn mir sehr wenig überbleibt, kriegen die Ärmel nur noch ein Bündchen und sind fertig. Punkt, Ende aus. So, oben ist ein kleines Lesmuster, aber nur eben über diesen, ja, Brustteil ist vorne halt, ne? Und der ist sehr einfach. Also das ist sehr einfach. Und was weniger einfach war, aber sehr interessant, wirklich sehr interessant, und ich bin am Überlegen, wie, ob ich das, ich müsste es üben. Also ich müsste es echt üben, weil es ist eine neue Technik da drin beschrieben, und zwar hat es hinten verkürzte Reihen, damit der hintere Teil halt länger ist als der vordere. Und es beginnt auch gleich mit diesen verkürzten Reihen. Also man hat da gleich am Anfang volles Programm mit Einteilen der Maschen und die ersten Raglan-Zunahmen und die verkürzten Reihen, alles gleichzeitig. Und dann noch dazu eine neue Methode für diese verkürzten Reihen, die ich noch nicht kannte. Also vom Namen her ja, aber. Und in der Anleitung ist auch ein Link zu einem Video, das ich mir dann angesehen habe. Und es war schon einfach, also es ist eh Pipifax, ja. Eigentlich, es wird halt ein bisschen, also diese Wendemaschen werden anders gemacht. Und ich muss gestehen, ich finde sie auch nicht mehr. Also ich glaube, ich muss mir die Methode echt aneignen. Vielleicht einmal bei einer Socke, bei einer Bumerangferse testen. Weil ich finde die nicht. Ich finde sie nicht. Sie sind weg. Man sieht sie überhaupt nicht. Also von dem her sehr interessant. Was man sieht, ist natürlich mein zusammengepfuschter, ja, wo der I-Cord, also den beginnt man da, den I-Cord-Halsausschnitt, und dann endet auch in der Mitte vom Rücken. Und dann muss man das ja irgendwie zusammenfummeln, die zwei Enden, und
Aber es ist hinten und da sind die Haare drüber. Na, wurscht. So. Also das ist im Wachsen. Und ja, das ist ein Wahnsinn. Das. Es ist, wenn ich mich zurücklehne, ist es ein bisschen besser von der Farbe her. Und na, ich weiß nicht. Ja, ja. Es ist ähnlich. Also es ist gelb. Es ist wirklich gelb. Das schon. Ja, also das ist im Werden und streckt sich eigentlich recht flott, weil, also für mich jetzt, weil dicke Nadeln ist ja für mich ein ganz anderes Feeling. Ja, was kann ich sonst noch zur Wolle sagen? Baumwolle ist ja nicht immer Baumwolle, es gibt ja Baumwolle und dann gibt es so Topflappen, Baumwolle nenne ich die. Das ist heute übrigens Tee, nicht Kaffee. Und die Topflappenbaumwolle ist ja wirklich eigentlich nur für Topflappen. Das ist auch die, wo man dann so Striemen kriegt und Verletzungen auf den Händen. Also die. Ja, also das ist die nicht. Das ist eine sehr weiche, habe ich da. Na, zeige ich euch das Angefangene. Da ist eh noch genug dran. Also die ist sehr knuffig, weich und Dings. Und kann man bei Baumwolle von elastisch reden? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das, also die verursacht keine Schmerzen beim Stricken. Die schneidet nicht ein und die ist nicht hart, die ist ganz weich. Also keine Topflappenbaumwolle, sondern kuschelige. Kuschelige. Also geeignete für auch für einen Top. So. Habe ich jetzt viel drüber geplaudert, ne, über das Ding. Mhm. Dann habe ich so, Klimper, Klimper, Schepper, Schepper an einem Projekt weitergenadelt, das ich jetzt sehr, sehr lange vernachlässigt habe, wo mich schon sehr, sehr viele Leute danach gefragt haben, ob es denn vielleicht schon fertig ist oder überhaupt was mit dem ist und haben schon so lange nicht mehr gesehen. Und ich bin jetzt über der Hälfte, ich bin über der Hälfte. Ich bin jetzt auch mittendrin in einem Mustersatz. Da könnt ihr dann mal sehen, wie das sich hier zusammenschoppelt auf der Nadel. Also da sieht man überhaupt nichts von dem Muster, obwohl da schon einiges dran. Also wenn ich da jetzt den Knick reinmache in das Seil, dann seht ihr es, ne? Da ist schon wieder ein Pfotenabdruck, aber wenn es so hängt, sieht man gar nichts davon. Ja, es ist eh, also es flutscht, soweit flutscht es, bis auf die Reihe Nummer 6. Also die Musterreihe Nummer 6, die macht man jetzt auch schon, mir zieht schon alles zusammen, wenn ich zu der komme, da stellt es mir die Haare auf und Dings und kriege ich schon die Panik und Schweißausbrüche, weil ich in dieser verdammten 6. Reihe. Ich komme nicht, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, ohne immer dann wieder ein Stück zurückzustricken, weil ich irgendwie immer ja, den Faden verliere in der Reihe und dann meistens eh nur um eine Masche versetzt habe, das Muster, aber es geht sich dann am Ende natürlich nicht aus. Beziehungsweise mittendrin, weil ja mittendrin eh immer dann diese Stück. Wo man sich, also das ist immer ein Mustersatz, ne, zwischen diesen zwei Linien. Und wenn sich es da schon nicht ausgeht, muss ich den einen Mustersatz zumindest wieder zurück. Und das ist ein Käse, weil man strickt da 5 Maschen zusammen und ich kann, also ich kann nicht 5 Maschen so in einem Rutsch zusammenstricken. Ich hebe 2 ab, strick 3 zusammen und hebe dann die 2 drüber. Und wenn man die 5 Maschen zusammengestrickt hat, dann macht man das, dann hebt man eine Masche, also die eine wieder rüber und strickt nochmal 3 Maschen zusammen. Und das dann wieder zurückstricken und wieder aufkriegen, ohne dass man eine Masche verliert und die macht dann so, dann könnte ich das Ganze. Schweißausbrüche ohne Ende, kann ich euch sagen. Immer nur die Reihe Nummer 6. Die will mich nicht. Aber jedes Mal,
Jedes Mal. Einen Mustersatz habe ich ja fehlerfrei geschafft, aber nur einen von. Weiß ich nicht. Zählt das selber. Ja, also ich bin über der Hälfte der Mustersatz und dann noch einer, dann habe ich 2/3 von dem ganzen Teil. Und ich habe auch die Wolle gewogen, also es müsste sich ausgehen, viel mehr, wirklich viel länger kann ich das Teil dann auch nicht machen, außer ich kaufe Wolle nach und ich weiß nicht, ob ich das will. Ich habe dann, glaube ich, sowieso genug. Es ist schön, es ist toll, es ist mega anstrengend. Es ist echt mega anstrengend, aber es ist machbar. Also falls sich jemand jetzt denkt, na, das ist sicher unmöglich und das schaffe ich nicht, probiert es. Es ist halt was anderes. Es ist eine ganz andere Technik dabei und einfach ausprobieren. Es ist aber nicht schwer. Bis auf die sechste Reihe, wo ich mich wirklich immer schwer konzentriere, aber ich weiß nicht. Es will nicht. Es will einfach nicht. Ja, so. Und jetzt, genau, habe ich noch ein Ding auf den Nadeln. Also ich habe noch mehr Dinge auf den Nadeln, aber ich habe noch eins, das ich euch heute zeige. Und das ist auch ein Auftrag aus der Fernerwolle, stricke ich das. Und das wird wieder ein Sockhead-Head. Kann man sicher schon erkennen, da ist ganz klar, dass das ein Sockhead-Head wird. Ich bin noch beim Bündchen. Aber aus derselben Wolle und fertig, und jetzt kommen wir zu den fertigen, habe ich die hier. Also diesmal, ich habe ja schon aus der Wolle gestrickt eine Socket Head und den Mostly Warmness Cowl von der Martina Behm. Und diesmal soll es werden ein Socket Head. Und ursprünglich hätte es ein Cowl werden sollen, aber diejenige hat sich umentschieden und gemeint, sie hätte lieber die Stulpen. Also habe ich die Stulpen gemacht diesmal. Die sind fertig. Stricken sich eigentlich recht schnell, ist nichts Kompliziertes dabei, ist ein bisschen fad. Einfach, sie sind ein bisschen fad. Aber ich habe es ja, es ist fertig. So. Was zeige ich euch als nächstes? Ich will nämlich noch nicht das Ratespielchen machen. Ich bin heute ein bisschen fies. Genau, ich mache jetzt die Zuseherfrage. Die hätte ich eigentlich bei dem Rock machen sollen. Ja, ich habe wieder einen super Plan heute. Also, nach Rücksprache derjenigen darf ich euch dies vorlesen. Und zwar ist der Kommentar auf YouTube, gut, kann eh jeder lesen, von der Linkshänderin. Und die hat auch übrigens einen Blog. Schreibe ich euch unten rein. Die Linkshänderin, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Ja, die Linkshänderin, ist ja wurscht, ich verlinke es. Und die, das solltet ihr mal reinschauen, hat keine Schäfchenhaube gestrickt, sondern einen Schäfchenrock. Und der ist sehenswert. Also schaut euch bitte den Rock an auf ihrem Blog. Und sie hat mir zur Folge, ich glaube zur letzten Folge einen Kommentar geschrieben. Und ja, na, ich mache zuerst das mit den Restesocken. Für deine Restesocken habe ich noch einen Tipp. Strick doch einfach von beiden Enden der Knäuel, dann musst du die Wolle nicht vorher aufteilen. Jetzt schauen meine Resteknäuel, nur leider so aus. Da gibt es kein Innen und kein Außen, also ich muss die abwickeln. So, das war noch der einfache Teil. Jetzt zum Rock. Den Rock habe ich mal angefangen, ohne zu wissen, dass es da eine Anleitung gibt. Das ist ja im Prinzip der Lane Splitter, aber ohne die gerade Naht. Am besten macht man vorher eine Maschenprobe in Cross rechts, Maschenprobe, und misst im 45 Grad Winkel, wie viele Maschen man braucht, um die passende Rocklänge zu erhalten. Dazu kann man ein Geodreieck mit der langen Seite an die Unterkante legen und dann entlang der kurzen Seite des Geodreiecks 10 cm messen, gegebenenfalls ein zweites Lineal zu Hilfe nehmen und auch in dieser Richtung die Maschen zählen.
dann entsprechend multiplizieren, also zum Beispiel für 50 cm Rocklänge die Zahl mal 5 nehmen. So. Wer mich schon lange genug schaut, weiß, dass da, wo andere Leute irgendwo im Gehirn diese Windungen haben für mathematisch-logisches Denken, ist bei mir nichts. Ich glaube, nichts. Für mich liest sich das ungefähr genauso wie die Erklärungen in den Mathebüchern meiner Kinder. Also diese schriftlichen Erklärungen. Ich kann mir ungefähr denken, was du mir damit sagen willst, sofern man eine Maschenprobe macht. Dann aber steige ich schnell, sehr schnell aus. Weswegen ich auch keine Maschenproben mache, weil das dann mit dieser ganzen Rechnerei für mich, also es würde die Maschenprobe obsolet machen, weil ich mich nachher sowieso verrechnen würde. Aber danke, danke für deinen Kommentar, und es gibt sicher jetzt Leute, die weise nickend dir zugestimmt haben und wissen, ja, ich oute mich hier als mathematischer Volltrottel. Tut mir leid. Nein, tut mir nicht leid. Ist so, kann ich nichts machen. Also diese Windungen wurden bei mir vergessen. So, dann geht es aber noch weiter. Wie lange geht denn der Nittelong? Du hast ja gesehen, wie weit ich bin, also der geht noch eine Weile. Ich stricke nämlich gerade erst noch an meinem zweiten Schafrock. Also bitte schaut euch unbedingt diesen Schafrock an von der Linkshänderin, der ist einfach nur genial. Und ihr könnt natürlich den dann auch machen. Wer jetzt mit der Form oder, ja, ne, da gab es ja Diskussionen auch. Also so Kommentare im Thread wegen, ja, passt mir der dann und A-linienförmig und ich habe nicht die Figur dazu und ich, ja, habe euch dann den Lehnsplitter auch gezeigt im Thread und der ist halt gerade, ist der wurscht, aber nach ähnlichem Prinzip. Oder wer möchte, kann ja auch einen Schaflock machen. Wenn ich euch damit jetzt angefixt habe, wie das die Elke vom Strickspielen so schön genannt hat, die mir auch einen Kommentar hinterlassen hat, nämlich auf meinem Blog, auch zur letzten Folge. Wie sie das gemacht hat, weiß ich nicht. Das übersteigt meine Blogkenntnisse, aber da ist ziemlich viel Text drin und so und ein Foto und Dings. Also, schaut euch es einfach an. Geht's auf meinen Blog zur letzten Folge Nummer 68, weil das ist jetzt die Nummer 69, Spickzettel. Und guckt mal, was mir die Elke da hinterlassen hat. Die habe ich nämlich angefixt mit meinem 3-in-1 Pullover. Und ja, liebe Elke, eine gute Entscheidung, mit dem Ärmel anzufangen. So, ich habe auch einen Pullover fertig und das ist mein Stephen Westing. Der ist da hinter mir. So. Habt ihr nicht gehört? Habt ihr nichts gemerkt? So. Ja, der Kragen ist wieder. Der bleibt nicht. Der bleibt einfach nicht. Ja, also dieser Kragen, der ist echt für die Katz eigentlich. Und mir ist auch ein bisschen zu viel. Also mir ist das. Jetzt ist aber auch nicht mehr so kalt draußen, ne, dass man so einen Kragen braucht. Vielleicht ist er mal deswegen zu viel. So, also das ist der Enchanted Mesa oder wie auch immer man den ausspricht. Mit beiden Ärmeln dran. Jo. Habe ich das letzte Mal schon erzählt, dass man da... Nein, habe ich das erzählt? Also die Ärmel sollte man ja 48 cm lang stricken. Ich habe bei 40 dann aufgehört, weil ich habe ihn anprobiert und beschlossen, es reicht. Sehe so fad. Und es reicht auch. Also ich brauche jetzt nicht diese überlangen Ärmel. Und die sind halt
Die sind eng und die halten wirklich das Ding ein bisschen so in Form, wenn man es anhat. Wie das Ding getragen aussieht, zeige ich euch. Also ist ein kuscheliger Pullover für zu Hause zum Rumgammeln und ich möchte noch einen machen. Ich möchte unbedingt noch einen machen. Aber ich möchte den oberen, also ich lasse sicher den Kragen weg und ich mache den oberen Teil kürzer und vielleicht dann unten länger, ich weiß noch nicht. So, was ich eingekauft habe, ist Folgendes, weil ich möchte jetzt wieder, ich möchte was nähen. Das war schon der Witz des Tages. Und da möchte ich so Needle Cozies nähen. Also diese, die man dann übers Nadelspiel klippert, damit nichts von den Nadeln rutschen kann, wenn man es spazieren trägt. Und für diese Needle Cozies habe ich mir gestern diese Druckknöpfe da gekauft. Das ist der zweite Witz des Tages. Dann habe ich mir dazu gekauft, weil als Set gab es das leider nicht, eine Zange, um die zu befestigen. Und dann hat man die in dem Geschäft noch das hier in der Hand gedrückt und gemeint, das brauche ich auch. So. Dann habe ich mir gestern auf YouTube ein Video angeschaut, wie das geht mit diesem, gibt es ja Gott sei Dank, gibt es ja zu allem ein Video, wie das geht mit dem Dingern da, und nachdem ich hier noch nichts auf der Zange aufgesetzt habe, schaut das natürlich im Video alles ganz anders aus. Also muss ich das erst einmal zusammenbauen, damit ich weiß, ja, wie das geht. Also damit ich dann mir auch das besser vorstellen kann, weil ich habe echt keinen Plan. Aber ich möchte so eine Needle Cozy nähen, völlig ohne Plan. Ich sehe jetzt gerade, ist mir gestern gar nicht aufgefallen, die haben zwei verschiedene, da sind so runde Dinger drin. So runde. Und ja, komm raus. Herzförmige. Die war sehr nett in dem Geschäft. Die hat, weil ich habe sie gefragt, ob sie das Set da hat. Und dann hat sie gemeint, nein, sie hat nur die einzelnen Teile, aber sie gibt mir 10% drauf. Ich habe gesagt, okay, passt. Und habe, also vom Preis her, ich habe ungefähr das gezahlt, was das Set auch kostet. Ist okay, ne? Ja, ich habe jetzt vielleicht weniger von denen, aber viel mehr sind für mich, naja gut, ich werde vielleicht dann Verschleiß haben, aber viel mehr, glaube ich, sind für mich nicht notwendig, dass ich habe. Apropos Verschleiß. Ich hab meine erste Nadel verschlissen. Zum ersten Mal habe ich so etwas während dem Stricken ist das da hier irgendwie rausgerutscht. Jetzt wird es mein Mann dann versuchen zu reparieren. Jetzt, nachdem ich es euch gezeigt habe. Ein Opfer. Ich habe ja hier ein Opfer. So. Und dann habe ich fertig den hier. Das ist der Schneewittchen-Loop oder Loop Schneewittchen auf Revelry gratis Anleitung von Sylvie Rasch mit den eingestrickten Perlen, dem Mittelteil und den eingestrickten Perlen. So. Bei der vorletzten Perlenreihe saß ich so auf der Couch, habe mir die Perlen hergerichtet und habe dann irgendwie so gemeint zu meinem Mann, jetzt sitze ich dann wieder eine gefühlte Stunde, weil er, ja, das ist total schön mit den Perlen, Mann, das ist so schön mit den Perlen, habe ich gesagt, ja, aber jetzt sitze ich sicher wieder eine gefühlte Stunde und mache eine Perlenreihe, die vorletzte. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mal auf die Uhr,
Ich schaue mal auf die Uhr und schaue, wie lange ich wirklich brauche. So, und der hat auch diese, also er geht bis zum Bauchnabel, so wie ich das eigentlich auch wollte. Und kann ich mir auch zweimal umhängen. So. Ja, und jetzt kommt das Ratespielchen. Ihr dürft jetzt raten, wie lange brauche ich für die eine Runde Perlen einstricken. Das sind 288 Maschen, 2 rechts, 2 links und 36 Perlen, die eingestrickt werden in dieser einen Runde. Ich gebe euch noch einen Tipp, weil ich habe dann auch gestoppt die Zeit, wie lange ich brauche für eine Runde, 2 rechts, 2 links, 288 Maschen ohne Perlen. Und ohne Perlen waren es 7 Minuten. So. Der zweite Tipp, den ich euch gebe, es sind nicht mehr als 60 Minuten. Was ich jetzt von euch möchte, ist, dass ihr mir in dem Thread zu der Folge reinschreibt, in den Kommentar euren Tipp. Ihr könnt euren Tipp abgeben, eine Zahl zwischen 7 und 60. Wie lange, glaubt ihr, brauche ich für eine Runde 36 Perlen einstricken? Ich bin gespannt auf eure Tipps. Es wird auch was zum Gewinnen geben. Ich mache einfach wieder so einen Pattern-Gewinn. Entweder schaue ich dann in eure Wunschliste oder wir einigen uns. Wir werden uns schon einigen, die Gewinnerin und ich. Ein Tipp pro Person. Wer es genau errät, gewinnt. Wenn mehrere dieselbe Zahl tippen, lose ich aus. Wenn niemand die Zahl tippt, gewinnen die, die am nächsten dran sind, und zwar gleich weit. Also wenn ihr jetzt sagt, ich brauche 43 Minuten, keiner tippt das, und einer hat 42 und einer hat 41, dann sind beide gleich weit dran. Dann sind quasi beide Gewinner und da lose ich dann auch aus. Also gebt eure Tipps ab, wie lange brauche ich eine Zahl zwischen 7 und 60. Und ich gebe euch eine Woche Zeit. Ich werde das auflösen nächste Woche in der nächsten Folge. So, den ziehe ich jetzt wieder aus. Jo, gestrickt aus Merino-Wolle mit den 3,5er Nadeln, mit den Olivenholznadeln, die eben jetzt wieder frei sind. Gott sei Dank. Weil ich eben den Loop jetzt damit stricke und ich habe da so ein bisschen einen Tick auch. Also ich habe da so ein bisschen einen Tick, dass ich auch, wenn möglich, auch darauf achte, ob die Stricknadeln farblich zur Wolle passen. Ja. Jetzt weiß ich, geht es noch wem so oder bin das nur ich? Also ich fange manchmal auch was an und ändere dann noch die, also ich wedel es dann einfach um auf eine andere, weil es besser dazu passt, farblich. Oder andersrum, ich ärgere mich dann, wenn die besser dazu passen würde, gerade besetzt ist. Und dann fange ich auch an, das alles umzufädeln, nur damit die frei ist und damit die... Egal. Die Wurst. So, und jetzt nerve ich euch nochmal mit meinem Überraschungspaket und nochmal mit den Nadeln. Also, die habe ich ja so... die habe ich bekommen, da habe ich ja drüber gequatscht, dass ich die nirgends finde. Ich habe geschaut bei Prüm. Also ich habe ja Tipps von euch bekommen, wo es die möglicherweise geben wird. Jetzt ist so, es ist wichtig, dass das die kurzen Nadelspitzen sind. Es gibt schon fixe 40 cm Seil mit fixen Nadeln drauf, aber die ich gefunden habe, das waren alles die langen Spitzen. Und mit denen komme ich beim Ärmelstricken nicht um die Kurve. Das bringt mir nichts. Also
Deswegen suche ich eben die mit kurze und ja, wir sind einfach die fixen lieber. Das hat keinen anderen Grund, einfach nur den, dass wir die lieber sind. Und das hat mir eben Trinebiene hat mir die geschickt in Größe 3. Und so, dann eben auch noch zwei Nadelspiele. Einmal die von Adi, die Kolibri, und einmal Zinnnadeln. Und heute in der Früh habe ich das gelesen, was da hinten drauf steht, und ich finde das so lustig. Ich habe schon Zinnnadeln, also ein Nadelspiel, aber ich habe das entweder war hinten, also ich nehme schon an, dass überall das gleiche hinten drauf steht, aber ich habe es wahrscheinlich nicht gelesen, aber diesmal habe ich es gelesen. Ankündigung der bisher großartigsten Nadeln. So viel zu Eigenlob stinkt, macht aber nichts. In einem Farbspektrum so leuchtet und lebendig, dass es einem den Atem nimmt. Dann werden die so beschrieben, ne? Und am Ende kommt eine Stilaussage für alle anspruchsvollen Stricker. Ja? Also, ich weiß jetzt nicht, wer sich so Texte ausdenkt, aber ich fand es halt lustig. Und dann habe ich geschaut bei den Adi-Nadeln, was steht da eigentlich hinten drauf? Ja, und dann eben diese da. Also den Tee, der dabei war, habe ich gestern schon weggesoffen. Und dann hat sie mir ja die beiden geschickt. Ich bin immer noch so geflasht. Und hin und weg. Das ist ja, ich habe dann geschaut auf Ravelry, was man, ne, was andere draus stricken. Da geht sich ja ein ganzer Pullover oder eine Weste aus. Ich meine, was logisch ist bei der Lauflänge, aber. Ja, Wahnsinn. Also ein so ein Ding, ein Pullover, eine Weste. Ich bin fertig mit der Welt. Ich bin echt fertig mit der Welt. Die sind so cool. Ich rieche euch. So. Sieht man die eigentlich? Nein, die sieht man gar nicht. Ich habe nämlich auch meine Sockenschachtel da von Jena Socken. Aber. Ja, das ist die Tasche vor. So, es nutzt nichts. Es stellt auch die Wollmeise vor, es nutzt alles nichts. Muss ich nächstes Mal weiter vorne. So, nämlich eine ist ja Tischdeko dann. Für mich, für euch. So, mein Tee. Nix Kaffee. Habe ich genug gelabert, ne? Jetzt schaue ich wieder. Ich schaue jetzt nochmal wieder zur Sicherheit auf meine Notizen, weil dafür habe ich es ja, aber schaut gut aus. Schaut gut aus. Ich habe alles bequatscht. Lang genug habe ich ja wieder gequatscht, aber der Vorteil, dass ich nicht mehr auf iTunes oder für iTunes hochladen muss, ist, wenn ich nur noch einmal hochladen muss, nämlich auf YouTube, kann ich länger quatschen, weil ich habe ja dann Zeit gespart. So. Das zu dem. Weil das ist jetzt meine erste Folge ohne iTunes. Ist ein bisschen eine Erleichterung auch, muss ich gestehen. Also es hat mich schon, erleichtert auch. Klingt vielleicht komisch, aber ja. Gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht es gut, dann macht es besser. Und bis zum nächsten Mal. Baba.